Oh Mann, Freunde, was ein wunderschöner Tag. Ich würde sagen, ich stehe sofort auf, denn gleich muss ich zur Schule. Und dort vorne ist direkt mein Vater, Schmoxi. Was machst du da? Wir müssen zur Schule. Warte mal, Sam Lucky, kann es sein, dass du schon wieder zu spät zur Elementarschule kommst? Ja, okay, ich werde mich schon beeilen. Oh Mann, Sam Lucky, wenn es so weitergeht, wirst du niemals ein riesiger Feuerheld wie dein großer Vater. Ein großer Feuerheld? Ja, ich will irgendwann auch so ein cooler Elementarheld sein. Aber das wird wahrscheinlich noch lange dauern. Naja, ich beeile mich jetzt schnell zur Schule. Na los, lauf direkt aus. Dir wird sonst nichts. Alles klar, dann los. Ja, und okay. hey, eine Sache ist ganz wichtig. Halt dich auf jeden Fall fern vor den Wassermenschen. Vor dem Wasserelement? Ja, okay, werde ich machen. Oh ja, du weißt ganz genau, das Wasserelement, es ist gefährlich. Also pass auf davor, ja? Okay, das werde ich machen. Das sagst du mir zwar jeden Tag und ich weiß nicht wieso, aber das werde ich tun. Okay, Sehr gut. Ab zur Schule, los, ab zur Schule, ja, na los. Ja, ich gehe ja schon, schlag mich doch nicht. Oh Mann, Freunde. Das Leben als Element ist manchmal echt komisch, vor allem, wenn man so strenge Eltern hat. Ich frag mich echt, ob die Wasserelemente wirklich so schlimm sind, wie mein Dad sagt, aber ich weiß es eigentlich gar nicht. Naja, ich gehe jetzt zur Schule und mein Tag ist so langweilig, vor allem, weil mein Dad immer so böse ist. Aber, warte mal, seht ihr das auch? Wer ist da vorne nur? Ist das ein Mädchen? Warte mal, wer bist du denn? Ich bin Sam Lucky aus dem Feuerclan. Und du? Aus dem Feuerclan? Mit solchen Leuten rede ich nicht. Wie, mit solchen Leuten redest du nicht? Oh Mann, ich wollte doch nur neue Freunde finden. Warum willst du nicht mit mir reden? Wir sind doch alle gleich. Alle gleich? Nein, du kommst aus dem Feuerclan, ich aus dem Wasserclan. Aber warum musst du denn mich nicht mögen? Nur weil ich aus dem Feuerclan komme? Du weißt auch gar nicht, wie ich drauf bin. Ich bin richtig witzig. Also Mama und Papa haben immer gesagt, dass ich mich von dem Feuerclan fernhalten soll. Warum denn das? Weil du im Wasserclan bist? Ja, ganz genau. Okay, lass uns aber trotzdem Freunde sein. Wieso denn? Mama erzählt immer, dass sie alle böse sind. Nein, das stimmt doch gar nicht. Ich bin voll lieb. Warte mal, ich höre was. Ich glaube, das ist mein Vater. Schnell, versteck dich. Verstecken? Ach so, ja, weil die sind ja immer sauer auf den Feuerclan. Okay, ich versteck mich schon. Oh, komm schon, hier hinter der Brücke. Perfekt, ich beobachte die mal. Lea, da bist du ja. Ich habe dich schon die ganze Zeit gesucht. Zum Glück habe ich dich hier gefunden. Wo warst du denn? Ich war doch auf dem Weg zur Schule, Papa. Okay, und wer ist dieser Rabauke dort hinten? Wie? Du hast mich gesehen? Das kann doch gar nicht sein. Ich dachte, ich wäre unsichtbar. Ich bin Sam Lucky aus dem Feuerclan. Warte mal, was hast du mit jemandem zu tun, der im Feuerclan ist? Gar nichts. Er hat mich einfach nur angesprochen. Sicher? Nicht, dass ihr irgendwie befreundet seid oder sowas. Du weißt ganz genau, dass wir einen Feind haben. Der größte Feind ist der Feuerclan. Ja, Papa, wir haben das doch schon längst verstanden. Okay, dann komm mal her, Kleiner. Was willst du von mir? Lass Papa, mich warte, in Ruhe. Warte. Oh Mann, bitte lass mich doch jetzt endlich in Ruhe. Ich will doch gar nichts von euch. Warum müssen wir uns denn immer streiten? Du weißt ganz genau, was der Feuerclan uns damals angetan hat. Er ist richtig, richtig fies. Aber Papa, er ist doch nur ein Kind, so wie ich. Und eigentlich verstehen wir uns ganz gut. Was? Was redest du da? Ihr kennt euch also und seid Freunde? Oh nein, oh nein, oh nein. Das kann nicht wahr sein. Dafür kriegst du deine Trachtprügel. Warte, was? Nein, das kann nicht wahr sein. Oh Mann, Freunde, ich muss meinen Trick anwenden, den ich in der Schule gelernt habe. Und komm schon her, wenn du dich traust. Ich werde dir zeigen, dass der Feuerclan auch stark ist. Und zack! Das war doch gar nichts. Du bist gerade im Wasser und das ist mein Element. Schau, was ich jetzt mit dir anstellen werde. Warte, was? Das kann nicht wahr sein. Stimmt, ich bin im Wasser, Freunde. Das habe ich gar nicht bemerkt. Oh nein, jetzt geht's mir gerade richtig schlecht. Und ich weiß ganz genau, was Dad gesagt hat, was mit Leuten passiert, die ins Wasser landen als Feuerelement. Die gehen einfach drauf. Das kann nicht wahr sein. Hol mich hier raus. Ja, in ein paar Sekunden wirst du auch schon erledigt sein. Das tut mir wirklich leid für dich, aber vielleicht auch nicht, ja. Nein, ich kann ihn doch nicht einfach so im Stich lassen. Nein, lass uns einfach weggehen. Lass den Feuerclan in Ruhe. Na gut, ich komme ja schon. Tut mir echt leid. Oh Mann, Freunde, sie haben mich alle im Stich gelassen. Und ich weiß ganz genau, was passiert, wenn ich hier lange im Wasser bleibe. Ich glaube, ihr seht es schon. Mir geht's gar nicht gut. Oh Mann, ich kann nicht mehr atmen. Komm schon raus und zack. Oh Mann, was ist mit mir passiert? Kannst du es mir erklären? Und wer bist du eigentlich? Wer ich bin? Ich bin doch Leia. Wir haben uns doch vorhin kennengelernt.
Warte mal. Oh, jetzt erinnere ich mich wieder an alles. Du bist leer. Oh, danke für die Hilfe. Ich war gerade die ganze Zeit im Wasser. Oh, mir geht's gar nicht gut. Das kann nicht alles wahr sein. Hey, Junge, jetzt beruhig dich mal. Du hast ein bisschen zu viel Wasser berührt. Ja, stimmt. Ich bin ja ein Feuerelement. Ich darf das gar nicht so viel Wasser berühren. Oh ja, ganz genau, so wie ich kein Feuer berühren darf. Oh ja, das stimmt wohl. Ich glaube, ich kann nicht mehr zur Schule gehen. Mir geht's so schlecht. Okay, ich gehe jetzt wieder nach Hause. Oh, wirklich? Willst du denn nicht noch ein wenig mit mir Zeit verbringen? Zeit verbringen? Ich dachte, du bist ein Wasserelement und ich bin ja ein Feuerelement. Das macht doch nicht. Wir können doch trotzdem Freunde sein. Oh, wie cool ist das denn bitte sehr? Vielen, vielen Dank. Lass meinen Sohnemann in Ruhe. Was soll das bitte, du kleine Jure? Das kann doch echt nicht sein. Du vom Team Wasserelement willst meinen Feuerelement-Sohn einfach antatschen, hm? Das kann doch nicht wahr sein. Dad, geh weg, geh zur Seite. Mann, sie ist meine Freundin. Das kannst du doch nicht tun. Warte mal, was für Freundin? Guck mal, wie groß du bist und guck mal, wie klein sie ist. Stopp mal kurz. Warum haust du ab, Lea? Tja, weißt du, warum sie abhaut? Weil sie nichts mit dir zu tun haben möchte. Verstehst du das? Du bist vom Feuerelement und wir möchten nichts mit ihnen zu tun haben. Sam Lucky, du musst es endlich verstehen. Sie sind böse. Du weißt doch, was sie meiner Familie angetan haben. Unseren Vorfahren. Oh Mann, das sagst du die ganze Zeit. Oh Mann, Sam Lucky, du musst endlich verstehen, dass das Leben nicht nur aus Tratsche und Batschen besteht. Oh ja, das habe ich doch schon längst verstanden. Du sagst mir das jedes Mal mit diesem Wasserelement und mit dem Feuerelement. Das Wasserelement ist böse, es ist böse. Die Familie wollen uns auslöschen, wortwörtlich. Wann hast du Feuer gesehen, ohne dass Wasser es einfach ausgelöscht hat? Da hast du recht, aber das andere stimmt nicht. Sie war nett, egal was du sagst. Ich höre nicht auf dich. Das ist deren Taktik. Sie machen immer erst einen auf nett und danach kommen sie hinterrücks. Mit der Wasserpistole, mein Sohn, du musst aufpassen, mein Sohn. Was redest du da, Mann? Hör dir doch mal selber zu. Du kriegst 10 Tage Hausarrest. Ich werde dich von der Schule suspendieren lassen. Von der Schule suspendieren lassen und 10 Tage Hausarrest? Da habe ich doch gar keine Freunde, Mann. Oh, was willst du nur von mir? Jetzt geh schon nach Hause. Na los, sperr dich in dein Zimmer ein und komm da erstmal nicht mehr raus. Du hast Stummarrest. Okay, beruhig dich doch, Dad. Oh, Mann, jetzt kann ich mit niemandem mehr spielen. Ich kann nicht zur Schule. Los, hoch mit dir. Hoch mit dir. Okay, ich kann nicht zur Schule und ich kann auch nichts mit Lea unternehmen. Sie war so nett. Wieso tust du das nur? Egal, ich muss ja auf dich hören. Du bist ja mein Vater. Oh ja, ich bin dein Vater. Ich gehe jetzt erstmal runter und schaue, ob diese Göre noch vor unserer Haustür steht. Und wenn ja, weißt du, was ich dann tue? Wie, was du dann tust? Ey, Mann, beruhig dich, Dad. Ich will nichts mehr von dir hören. Oh Mann, ich leg mich jetzt aufs Bett und geh weinen. Sam Lucky, Sam Lucky. Was höre ich denn da? Die Stimme kommt mir doch bekannt vor. Bist du da? Oh, jetzt weiß ich, wer das ist. Das ist Lea. Warte mal, wo bist du eigentlich? Ich bin hier draußen. Schau aus dem Fenster. Draußen aus dem Fenster schauen? Lea? Oh, da bist du ja. Hallo, Sam Lucky. Ich komme mal rüber zu dir. Okay, mach das. Hier kann ich ja eigentlich gar nicht lang, weil ich ein Feuerelement bin. Aber du kannst das. Wie cool ist das denn bitte sehr? Oh ja, das Wasserelement ist einfach toll. Okay, komm hoch, aber pass auf. Nicht, was höre ich da in meinem Garten? Ich gehe da mal ganz schnell hin nachschauen. Oh nein, das ist gar nicht gut. Wir müssen hier schnell weggehen. Wir brauchen einen Fluchtweg. Mein Vater kommt jeden Moment hoch. Warte mal, Sam Lucky. Ich kann mit meinen Wasserkräften einen Fluchtweg erschaffen. Sam Lucky, mit wem redest du denn da? Oh nein, er kommt jetzt. Ein Fluchtweg? Wie willst du das denn schaffen? Oh, warte mal, was? Hier ist auf einmal ein Parcours? Okay, ich komme mit. Und zack, perfekt. Wir werden es schaffen. Sam Lucky, Sam Lucky, wo bist du denn? Sam Lucky. Oh nein, was macht mein Vater da? Wir müssen schnell weg. Hoffentlich sieht er uns nicht. Beeil dich, Sam Lucky. Ja, ich beeil mich. Oh nein, da ist mein Vater. Ah, Sam Lucky mit der ich wusste es. Komm her, mein Junge, komm her. Ich werde die Göre noch kriegen. Oh Mann, ich muss hier ganz schnell weg. Oh Mann, sofort her. Wir sind das Feuerelement, das Feuerelement. Wir sind das Feuerelement. Du wirst niemals schaffen, mich aufzuhalten, Freunde zu haben. Das sind keine Freunde, das sind Lügner und Betrügner. Komm jetzt her. Oh nein, komm, lass uns schnell wegrennen, Lea. Und ich bin runtergefallen. Komm mit, schnell. Ich komme. Und zack. Oh Mann, perfekt. Komm, wir müssen hier schnell fliehen. Oh nein, da ist Lava. Komm mit. Wir gehen hier lang. Und jetzt zack. Pass auf, es ist ganz heiß. Oh ja, ich schwitze schon. Okay, ich komme jetzt auch rüber. Und zack. Und komm schon, du schaffst das. Let's go. Du hast es geschafft. Und jetzt kommt Sam Lucky, Sam Lucky. Wenn du jetzt gehst, bist du nicht mehr mein Sohn. Wie? Ich bin nicht dein Sohn. Meine Vater ist so
gruselig. Ja, das ist richtig gruselig. Weißt du was? Das ist mir egal. Komm, wir hauen ab. Ich werde den Vater von deiner Freundin suchen. Oh nein, das wirst du niemals schaffen. Komm, wir gehen hier runter. Hier kann der uns nicht verfolgen, denn wir sind richtig winzig. Du hast recht. Er ist ja so groß wie ein Riese. Ja, genau. Der ist richtig groß. Und jetzt komm, wir müssen ganz schnell wegrennen, Lea. Wohin sollen wir denn rennen? Einfach nur weg, Mann. Ich habe keinen Bock mehr auf unsere Eltern. Die machen uns das Leben so schwer. Wir wollen doch nur befreundet sein. Weißt du was, Sam Larky? Wie wär's, wenn wir zu mir gehen? Oh, zu dir? Aber denn der ist doch auch richtig streng. Aber wie sollen wir sonst einen Unterschlupf finden? Ich kann ihn versuchen zu überreden. Er wird es sicher verstehen. Okay, dann gehen wir jetzt zu deinem Dad. Mein Dad ist ja eigentlich nur das Problem. Der ist richtig komisch. Oh ja, da hast du recht. Also, los geht's. Okay, los geht's. Wir gehen zu deinem Dad. Wo geht's eigentlich lang? Folg mir einfach. Dann kann ich dir auch meine Wassertalente zeigen. Deine Wassertalente? Oh, wie cool. Ich zeig dir meine Feuertalente. Die sind auch voll gut. Ich kann zum Beispiel Flammen in meiner Hand erschaffen und viele andere coole Dinge. Okay, let's go. Wir gehen zu deinem Zuhause. So, Sam Larky, wenn ich dir mein Zuhause vorstellen darf, hier lebe ich zusammen mit meinem Papa. Oh, das ist ja richtig cool. Aber warte mal, vor deinem Papa müssen wir ein bisschen aufpassen. Der ist ja richtig aggressiv. Der wollte mich ja einmal erledigen. Was macht der denn da vorne? Ach, der meditiert nur. Komm, wir gehen wirklich? Rüber. Oh, wie cool sieht das denn bitte sehr aus? Kannst du sowas auch? Ja, natürlich kann ich sowas. Oh Mann, das sieht richtig cool aus, aber ich kann das auch. Schau mal, ich zeig dir mal was, okay? Okay, dann zeig mal her. Okay, pass auf. Als allererstes zeige ich dir meine Lieblingsattacke und zwar ist das die... Ich nenne sie Sam Larky King Attacke und let's go! Oha, wie hast du das denn gemacht? Das bleibt ein Geheimnis. Okay, als nächstes zeige ich dir aber was viel cooleres. Oh, ich bin jetzt mega gespannt. Okay, aber dann zeigst du mir auch deine Attacken. Okay, komm schon. Und zack! Perfekt, hast du das gesehen? Wow, da waren ja so viele Funken. Ja, genau, das kann ich richtig gut. Und ich habe hier sogar so ein Schwert. Warte mal, ich teste das ganz kurz aus, aber es wird dich wehtun. Was? Was hast du denn vor? Und zack, let's go. Damit kann ich einfach in die Luft springen und Explosion erschaffen. Oh, das wollte ich nicht, tut mir leid. Was hast du denn gerade gemacht? Wie hast du das gemacht? Weiß ich selber nicht. Naja, lass uns jetzt zu dir gehen. Oh ja, stimmt. Zu meinem Vater. Los geht's. So, bevor wir zu meinem Vater gehen, zeige ich dir meine Wasserkräfte. Oh, wow. Du hast irgendwelche Partikel an dir. Das sieht richtig cool aus. Lässt du deine Power auf? Oh ja. Ey, Mann, das ist sowas von cool. Das würde ich auch gerne können. Aber zum Glück kann ich Feuer erschaffen. Wow! Und ich zeig dir noch mehr. Schau her. Okay, ich bin sowas von gespannt. Warte mal, ich glaube, dein Vater sieht uns. Wer ist das? Ist das nicht der Junge von eben? Das ist doch einer aus dem Feuerclan. Raus aus meinem Gebiet. Warte, Papa. Auf was soll ich warten? Soll ich warten, bis er alle seine Freunde holt und seinen Clan und alles hier anbrennt und zerstört? Was sagst du denn da? Er ist einer meiner Freunde. Ja, das genau. Das kannst du nicht behaupten. Dieser Typ will nur das Schlimmste für uns. Er will den ganzen Clan bestimmt zerstören. Er veräppelt dich von vorne bis hinten. Nein, das stimmt nicht. Er ist gerade mit mir vor seinem Vater geflohen. Ey, Mann, hör mir doch einfach mal zu. Wir sind Freunde. Du willst sie doch nur ausnutzen, du kleiner, fieser Feuerclan-Member. Wen nennst du kleiner, fieser Feuerclan-Member? Lass meinen Sohn in Ruhe. Na, los geht's dir. Gut, Sam Larky? Ja, mir geht's gut, aber mach nicht nur bloß noch mehr Streit. Noch mehr Streit? Der Typ hat dich gerade einfach geschlagen. Oh, nein, das hat er doch nicht. Das tat gar nicht so weh, Vater. Hey, hör mal zu. Wir können's gerne in einem 1 gegen 1 killern. Komm doch her, Mann. Komm doch her. Okay, wie du willst. Dann muss ich wohl gegen dich kämpfen, ne? Oh, ja, das musst du. Na los, nimm das. Nein, du warst viel stärker als du. Wasser, ich hasse Wasser. Nimm die Lava, nimm die Lava, nimm die Lava. Was passiert da? Das ist ein epischer Kampf zwischen zwei Superelementen. Was machen die denn da vorne? Warte mal, das Naturelement. Ich hasse es. Komm her. Nein, das Naturelement ist mit mir tief verbunden. Es ist nicht so fies wie das Feuerelement. Komm her. Hör zu, du kriegst jetzt das. Nein, du kriegst das. Und zack. Wow, was passiert da? Ich weiß es nicht. Sie kämpfen und zwar unerbittlich. Ja, die kämpfen wirklich unerbittlich. Mann, wann hört das endlich auf? Hört doch mal endlich auf. Geh weg von meinem Sohn, du blöde Göre. Los, komm weg. Weg von meiner Tochter. Oh Mann, ich liebe, was passiert hier? Lass meinen Sohn in Frieden. Lass meinen Sohn in Frieden. Und... Ah, oh Mann, mir geht's gar nicht gut. Lass mich doch endlich in Ruhe. Komm her. Da.
Sam Lucky nimmt diesen Lava-Eimer und rennt. Der Wasserclan hat uns schon damals ausgelöscht. Los, lauf, lauf. Okay, ich nehme den Lava-Eimer. Oh Mann, Freunde, das kann doch alles nicht wahr sein. Oh nein. Was wollen die denn nur von uns? Wir wollen einfach nur Freunde sein. Oh Mann, die kämpfen Sam dort Lucky. Jetzt die ganze Zeit. Ja, was ist los? Oh Mann, dein Vater ist ja voll der Psycho. Das soll doch alles einfach nur ein Ende nehmen. Ich weiß, aber wir sind nur Kinder. Wir können nichts dagegen tun. Ja. Oh ja, ich hoffe, das endet einfach nur. Oh Mann, was macht er dann jetzt? Oh nein, oh nein, oh nein. Nimm das. Nimm meine Wasserflaschen in dein Gesicht. Dein Wasser bringt mir nichts. Ich habe viel zu viel Feuer. Du wirst es niemals schaffen, meinen Sohn zu bekommen. Ja, ich will deinen Sohn auch gar nicht. Dein Sohn kann da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Oh, deine Tochter soll dich fernhalten von meinem Sohn. Ja, genau. Was redest du da? Du bist an allem schuld. Warte mal, unsere Töchter und unsere Söhne, die sind da hinten zusammen. Siehst du das? Die weinen. Oh Mann, das kann doch nicht euer Ernst sein. Wieso tut ihr das die ganze Zeit? Wir wollen doch einfach nur befreundet sein. Genau, das ist so unfair. Wieso kann ich einfach Frieden herrschen? Ich glaube, dein Sohn weint, weil du so schwach bist. Komm her! Ich glaube, deine Tochter ist deswegen traurig und will deswegen fliehen, weil du so schwach bist und nichts kannst. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Hey, jetzt beruhig dich doch mal. Schau mal, unsere Töchter und unsere Söhne, die weinen dort hinten. Bist du dir sicher, dass sie nicht weinen, weil du so schwach bist? Die weinen, wenn dann, wenn du so schwach bist. Aber ich glaube, die weinen eher, weil wir uns streiten. Was machen wir denn die ganze Zeit hier? Ich meine, der Konflikt ist jetzt schon abertausende Jahre her. Oh Mann, natürlich weinen wir wegen euch. Wieso denn sonst? Weißt du was? Ich habe einfach keine Lust mehr auf dieses ganze Elementblödsinn. Ich auch nicht mehr. Wieso kann ich einfach Frieden herrschen? Oh Mann, genau. Wieso können wir nicht einfach frei sein? Weißt du was? Ich habe jetzt meine Rüstung ausgezogen. Ich habe keine Lust mehr auf die... Oh Mann, das mache ich jetzt auch. Oh, das fühlt sich so viel besser an. Oh Mann, genau. Jetzt sehen wir schon viel schöner aus, Freunde. Was meint ihr? Sollte nicht einfach immer nur Frieden herrschen? Wenn ihr auch der Meinung seid, lasst einfach ein Like und ein Abo da. Oh Mann, siehst du das? Unsere Kinder haben es verstanden und wir nicht. Hör zu, lass zusammenarbeiten, um hier rüberzukommen, ja? Wir müssen irgendwie zu unseren Kindern kommen. Na los. Wenn wir zusammenarbeiten, komm schon, lass uns loslegen. Ja, genau. Wenn ihr auch Frieden auf der Welt haben wollt, dann lasst jetzt ein Abo da. Genau, Freunde, jeder, der ein Abo und ein Like da lässt, ist für Frieden. Und Frieden ist das Beste auf der Welt. Und, warte mal, was macht ihr denn da vorne jetzt? Wir arbeiten gemeinsam, um zu euch zu kommen. Na los, hör zu, mein Sohn. Es tut mir leid, dass ich so streng zu dir war, ja? Natürlich darfst du mit dem Nachbarskind spielen. Ich meine, ihr seid ja noch Kinder. Stimmt, was zwischen uns passiert ist, das ist Vergangenheit. Unsere Clans haben nichts mit uns zu tun. Wir sind nur ein Teil davon, aber nicht in unserem Herzen. Ja, ihr habt sowas von recht. Endlich habt ihr es auch eingesehen. Also, Freunde, ihr habt's verstanden. Egal, woher ihr kommt oder wie ihr aussieht, jeder Mensch bleibt gleich. Und deswegen sollte man sich nicht immer streiten. Freunde, falls ihr mehr Videos zusammen sehen wollt, lasst ein Like da und ein Abo. Und schaut noch gerne bei meinen Freunden Ukri und Oxy vorbei. Lea hat keinen Kanal. Und jetzt drück schnell aufs nächste Video. Warum zündest du den? Wow! Drück schnell aufs nächste Video. Yo!